Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Keine Ahnung. Jedenfalls geht's mir gerade um was anderes, nämlich die Überwachungsaufnahmen. Mir wurde gesagt, ich soll mit Ihnen über die Meuterei reden. Ich war nicht auf der Nexus, als es geschah. Ich habe darüber gelesen, aber Sie wissen ja, wie die Dinge sich hier rumsprechen. Wissen Sie, wo Spender zu dem Zeitpunkt war? Wieso Spender? Moment, glauben Sie etwa, er hatte etwas mit der Meuterei zu tun? Vielleicht. Ich versuche nur, Ordnung in die Sache zu bringen. Also in den Logs, die ich durchgesehen habe, gab es tatsächlich einige Diskrepanzen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen. Wenn Sie den Fall ohnehin untersuchen, könnte ich Ihnen Zugriff auf das Archiv mit den Überwachungsvideos geben. Wie wäre das? Danke. Sonst noch etwas? Nein. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Na, das war doch ganz problemlos. Überwachungsaufnahmen der Nexus ansehen. Wo geht das? Kann ich hier irgendwie mir das markieren? Achso, wir können doch bestimmt hier mal drauf schauen. Ja, das ist wieder da. Das dachte ich mir gerade irgendwie. Das scheint ja irgendwie so das Terminal für Überwachungsaufnahmen zu sein davon. So, schauen wir doch mal, ob wir irgendwas Verdächtiges finden können. Ach, diese Datei lässt sich nicht richtig abspielen. Sam, kannst du die Qualität verbessern? Bearbeitung läuft. Wiedergabe gestartet. Moment mal. Übergibt er da etwas an einen der Meuterer? Nimm diese Fernrohrkant. Es verschwindet ein Zugang zur Waffenkammer. Erzähl. Es tut mir leid, Pathfinder. Diese Backup-Datei ist beschädigt. Die Tonspur ist nahezu vollständig zerstört. Möglicherweise hat jemand das Original gelöscht, woraufhin bei einem Systemneustart diese Version wiederhergestellt wurde. Ich würde sagen, man hat schon genug gesehen dabei. Verdächtig ist es auf jeden Fall. Das klingt, als wollte jemand etwas vertuschen. Dem stimme ich zu. Ich kann zwar den Ton nicht wiederherstellen, aber es scheint sich bei dem Ort um Caldera zu handeln. Wie kommst du darauf? Einfach ausgedrückt, durch Lippenlesen. Ich kann den Ort anhand der aktuellen Daten nicht identifizieren. Es scheint bergig zu sein und bevölkert. Wir müssen den Planeten finden, bevor ich das Ergebnis bestätigen kann. Ich werde Sie über meinen Kern kontaktieren. Okay. Stellen wir Spender zur Rede. Das tun wir, sobald wir herausfinden, wo der ist. Ist der am Dock oder wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo Spender rumkriecht so normalerweise. Also wir hatten ihn ja am Dock gesehen, aber ist er dort immer anzutreffen? Ich weiß es nicht. So, jetzt schauen wir erstmal ganz kurz, ob es hier oben was gibt. Nee, ne, da oben ist nichts. Aber wir haben hier mit Carrie Treffen, Weg eines Helden. Eine Sari-Journalistin, bla bla, möchte sie... Ach stimmt, die hatte uns per Mail kontaktiert. Ein besserer Anfang, mit Ten auf der Nexus sprechen und erste Mörder auch mit Ten sprechen. Na gut, das ist doch relativ konzentriert hier. Hallo Carrie. Ryder, richtig? Carrie Tevesser, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. So, dieser Meinung bin ich auf jeden Fall nicht. Also man sollte schon die Wahrheit mitteilen bei Nachrichten. Dazu sind Nachrichten da letztendlich, ne? So, sie machen das mit Leidenschaft. Echt jetzt? Ach komm, Ryder. Echt jetzt? Ja, wir nehmen mal das hier. Das ist anständig. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Es machte Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, interviewen Sie mich. Also dann, 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen?
Ich muss sagen, wenn man sich vollkommen ins Unbekannte stürzt, dann muss man damit rechnen, dass der ursprüngliche Plan nicht aufgeht, ne? Also, das ist letztendlich so. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr hinreist und ob das irgendwas Lebensfähiges ist für euch. Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das war ein kurzes Interview. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Ja, viel Spaß. Das war ein sehr kurzes Interview, aber es ist letztendlich meine ehrliche Meinung dazu, wenn man ins Unbekannte reist. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Ja, nein. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Na, grandios. Das ist jetzt aber nicht unbedingt das, wonach uns oder worum es uns eigentlich ging dabei. Und natürlich war es auch eine Teamleistung. Ryder alleine hätte das nicht geschafft. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Welcher Plan jetzt genau? Also, ich habe jetzt alles Mögliche an Plänen gehört. Jeder hat jetzt eine andere Idee gehabt. Für was habe ich jetzt die Erlaubnis? Im Prinzip für alles, nicht wahr? Ich brauche keine Erlaubnis, finde ich wunderschön. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhält, Pathfinder. Ha. Klar. Was für ein seltsamer Lappen. Okay, wir haben einen Stufenaufstieg. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Oh, mach ich. Das klingt gut. Pathfinder, so. Wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Sie hatte ja irgendwas, das uns bei unserer Aufgabe weiterhelfen könnte.
Ah, so viele Sachen zu erledigen. Ja, das machen wir alles noch, aber erstmal wollen wir mit Direktor Ten sprechen. Wir schauen uns aber erstmal an, was es hier Besonderes gibt für eine Gedenkstätte. Hm? Mit feierlichem Stolz gedenken wir jener, die ihr Leben für Erkundung und Entdeckung gegeben haben. Yay. Das ist ja sehr spezifisch. So, dann irgendwie hat sich ja tatsächlich einiges verändert, wie es aussieht. Dann sprechen wir doch mal mit Cora, nicht wahr? Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit Eos völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Ach, sind wir nicht gut. Aber noch ist es nicht geschafft. Die Initiative hat noch viele Versprechen einzuhalten. Und das ist unsere Aufgabe. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, ja, so ist das. Okay, schauen wir uns doch mal hier die Schiffe an. Was sind denn das für welche, die hier ausgestellt werden? Ein Modell der Ravuna, ein frühes Raumschiff der Turianer. Ah, und das erste, mit dem sie durch ein Massenportal geflogen sind. Das sieht aus wie die Normandy. Aber die Normandy, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wann genau diese Initiative aufgebrochen ist, aber gab es die Normandy denn zu dem Zeitpunkt schon? Also vor allen Dingen die Normandy SR2. Das würde ich nämlich eigentlich nicht denken. Insgeheim erworbener Bauplan der... Ah, okay. So ist es also. Der SSV Normandy SR2, einer TAN-Fregatte, die auf einem von Allianz und Turianischer Hierarchie gemeinsam entwickelten Design basiert. Aber die SR2 ist doch von Cerberus gebaut worden, oder? Das ist doch dann ab Mass Effect 2 das Schiff gewesen. Hätte ich gedacht. Na gut. Und Isef Majority. Das erste bemannte Raumschiff der Menschheit mit Ionenantrieb. Gebaut mit der Technologie, die sich 2003 bei der ESA-Sonde Smart 1 bewährt hatte. Okay. Most interesting. So, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ein Datenpad gibt es ja auch noch. Schauen wir mal rein. Wichtige europäische Interplanetar-Mission. Was? Gespendet an den Rat für historische Aufzeichnungen der Andromeda-Initiative. Alle Jahresangaben in Common Era, okay? Ah, das sind tatsächliche Interplanetar-Missionen. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, aber Giotto, Ulysses und so weiter, das sind, ja, Rosetta, genau. Das sind richtige Missionen, die losgeschickt wurden. Also natürlich das hier unten dann nicht, aber Deuce. ESA-Missionen sogar. Mensch, verrückt. So, bis wohin sind wir denn? Rosetta war ja jetzt erst, genau, das hatten wir ja jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, gehabt, ne? Wo Rosetta auf dem Churyumov, irgendwie sowas, auf diesem Asteroiden gelandet ist und dann in den Schatten geplumpst ist, was nicht so gut funktioniert hatte. Naja, ExoMars kann ich mich nicht dran erinnern, aber gut, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen. Und die letzten zwei, die wird es wohl noch nicht wirklich geben. Die ESA-Mission zum Merkur. Es sei denn, ich weiß ja nicht, ob das jetzt die Starttermine sind oder ob das die Daten sind, zu denen die angekommen sind. Na gut, wer weiß. Jedenfalls schön, wenn man mal reale Bezüge mit hat hier drin. Sie hatten ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tell. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Oh, ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Manche Dinge sind nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. Oh, der ist so ein schrecklicher Anführer, es ist übel. Ryder. Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja, schon. Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte.
Wie bedauerlich. Wir versuchen den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Nein, wie gesagt, die Anklage wegen Mord fallen lassen und dafür eine Anklage für versuchten Mord reinhauen. So einfach ist das. Also ich meine, so ist es ja letztendlich gewesen. Fertig. Verbannen werde ich den garantiert nicht für Mord, wenn er nicht begangen hat. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Na, siehst du mal, da kriegt er doch seine Strafe. Schön, schön. So, haben wir ansonsten noch irgendwas mit Tan zu klären? Oder war es das jetzt? Was ist denn mit der Karte? Nee, ansonsten scheint jetzt nichts weiter zu sein. Mit Edison sprechen? Ja, ja, okay. Na dann. Werde ich jetzt auch nicht nochmal mit Tan reden, wenn es da nichts gibt, was es zu besprechen gilt. Ja, Cora, ich weiß, eigentlich wärst du ja diejenige gewesen. Wir haben unbenutzte Fähigkeitenpunkte. Ich weiß, die müssen wir noch ausgeben. Das werde ich auch dann gleich noch mit euch machen. Aber da wir jetzt gerade nicht auf dem Weg zu einer Mission sind, hebe ich mir das gerade mal noch auf. Ich habe das schon für die Teammitglieder vor dem Level Up, das wir jetzt gerade hatten, natürlich gemacht. Das heißt, die sind schon ein bisschen auf einem aktuelleren Stand. Hier ist was kaputt, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Kolonialverwaltung, bitte naja, was soll's. Direktor Tan über ihren so, Direktor Edison war hier oben, nicht wahr? Gibt's bei Carrie irgendwas? Die steht ja immer noch rum. Der Fall Rancis ist also endlich abgeschlossen. Nö, okay. Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon über einen Mord berichte. So, genau, hier oben ist sie. Wunderbar, dann... Wladimir Bretzka oder so. Sprechen wir doch erstmal mit dem, was auch immer das für einer ist. Bitte besprechen Sie etwaige Bedenken zunächst mit Direktor Edison. Das Protokoll muss befolgt werden. Mimimi. Komischer Typ. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Je, na das klingt doch spannend. Brecker heißt er also. Ich hätte ja eher Bretzka gesagt. Aber gut, wie er meint. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Müssen wir mal schauen. Erklär mir doch erstmal, was hier alles so zu tun ist. Haben wir hier drei? Ja, sind alles drei Sachen, die uns einfach nur Aufklärung geben. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten.
wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für sie tun. Oder ganz simpel, je mehr sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelette zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Na, das klingt doch mal spannend. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Schauen wir uns das Ganze an. Wissenschaftspots, Verteidigungspots und Handelspots. Okay, Wissenschaftspots. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung und Findigkeit in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffgewinnungskapazitäten der Initiative rasch verbessern. Verteidigung. Armee-Veteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda. Und Handelspots. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Okay, 0 von 17 freigeschaltet. Wir haben einen Punkt verfügbar. Doch so viel. Gehen wir erstmal auf die Wissenschaft. Schauen mal. Labortechniker helfen dem Wissenschaftsteam der Nexus, die Daten über Helios effizienter zu analysieren. Erhalten sie regelmäßig Forschungspunkte. Okay, Minenanlagen. Erhalten Sie regelmäßig eine Auswahl an Mineralien? Ah, okay, das ist so regelmäßiges Zeug, was wir dann kriegen. Gut, gucken wir mal in der Verteidigung. Munition. Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Jagdgesellschaften. Erhalte regelmäßig organische Materialien. Spezialeinheiten, Tech-Materialien, Aufklärung. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Okay, das klingt eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Apex-Taktik, erhalten Sie 50% mehr Credits für Apex-Missionen. Ja gut, okay, könnte man machen. So, finanzielle Infrastruktur, verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits, auch nett. Verbindung zum grauen Markt, bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten und Handelskapazität, Erhöhung der Inventarkapazität, das ist auch gut. Ich glaube, ich werde aber erstmal auf die Aufklärung gehen. Jo, das machen wir. So, damit haben wir unseren einen Punkt ausgegeben, den wir haben. Und mehr gibt es ja momentan für uns nicht zu tun, oder? Also da sollten wir immer mal regelmäßig reinschauen, wenn es hier irgendwelche neuen Punkte gibt. So, und ansonsten haben wir ein neues System, das wir bereisen sollten. Ich schaue nochmal kurz, ob wir hier... Na, kommt die Karte noch? Oder hat sich das Spiel jetzt aufgehängt? Ah, okay. So, V, um den Lebensfähigkeit-Bildschirm aufzurufen. Okay, machen wir das doch mal. Ah, okay. Wir sind also schon im letzten Drittel dabei. Lebensfähigkeitspunkte spiegeln kollektive Integrität. Ist Kolonisierungsbemühungen in bla bla. Sie verdienen ALP, indem sie Planeten erforschen, Verbündete gewinnen, Bedrohungen eliminieren, Umweltschäden beseitigen und andere Dinge tun, die Andromeda zu einem besseren Zuhause machen. Nexus-Stufe. Wenn Sie genug ALP sammeln, erhöht sich Ihre Nexus-Stufe und Sie können weitere Kolonisten aus dem Kryo-Schlaf holen. Wunderschön. Ja, da sind wir schon auf einem guten Weg, dann die nächste Stufe zu erreichen. Planetenüberlebensfähigkeit. Erhöht sich die Lebensfähigkeitswertung dieses Planeten bis zu einem Maximum von 100%. Auf den meisten Welten können Sie einen Außenposten errichten. Lebensfähigkeit von 40%. Manche Welten sind darüber hinaus noch andere spezifische Aktionen nötig. Lalalala, wunderschön. Eigentlich nichts, was wir nicht schon wussten. Und ich würde sagen, ich wollte doch eigentlich auf die Karte schauen, Mensch. Das habe ich jetzt irgendwie schon wieder verpeilt. Was haben wir hier?
Hallo? Zeigt's mir auch was an dazu? Nein, warum auch? Kolonialverwaltung, Aufgabe in der Zukunft erwacht, mit Edisons Assistenten sprechen. Habe ich das nicht gerade? Ich bin verwirrt. Okay, gehen wir nochmal zu ihm hin. Vielleicht war das gerade eben einfach noch nicht anwählbar. Vladimir! Der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda? Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Huch, was ist jetzt? Die Grundlagen. Okay, ich wollte das Ganze mir jetzt nicht nochmal anschauen. Ich wollte eigentlich kein Tutorial dazu haben. Ich wollte ihn nur sprechen lassen. Bei jedem Stufenaufstieg der Nexus. Ja, 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 wissen wir doch. Wunderschön. Also bis zu 17 Vorteile können wir freischalten. Ganz schön. Pathfinder? Weiter geht's. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. So, das hier ist doch eigentlich das, worum es uns ging. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Ja, dann mach das doch mal einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns den Auftrag gegeben hatte, aber wir machen das einfach. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nö. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Ich meine, was wollen Sie denn machen, selbst wenn wir hier irgendwie bisschen Vetternwirtschaft betreiben? Was wollen Sie denn tun? Wollen Sie mich absetzen als Pathfinder oder wie? So, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war jetzt, ehrlich gesagt. Könntet ihr mir vielleicht anzeigen, was es hier gibt? Nein. Aber hier, Habitationsdeck, da müssen wir mal hin oder wie? Warum steht denn hier nicht dran, was das für eine Zielmarkierung ist? Nein, ich will das jetzt nicht als Wegpunkt markieren. Ich möchte nur wissen, was es ist. Wird mir aber nicht hingeschrieben. Danke. Ihr seid so hilfreich mal wieder.